So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Hardware News. Heute wieder mal am Mittwoch, ja, pendelt sich gerade irgendwie so ein, dass wir zur Mitte der Woche die meisten News zusammengetragen haben. Und heute, ja Leute, kleine Planänderung, das Video ist bereits fertig geschnitten und entsprechend kommt es bereits am Dienstag raus. Also viel Spaß dabei. Rund um das Thema RX 6700 ohne XT und nur mit 10 GB, dafür, ja, enorm gute Preis-Leistung. Ja, GPU-Preise fallen. Und neue sind im Gespräch. Also wir haben einiges rund um die RX 7000er von AMD, als auch die RTX 4000er von Nvidia. Natürlich auch zu den kommenden CPU-Generationen, also Threadripper 7000, Ryzen 7000. Wir haben ziemlich konkrete Statements von AMD bekommen, als auch zu Intels i9 13900 Raptor Lake. Der 13. Generation haben wir hier einen ersten Eindruck, was die Leistung angeht. Ja, und auch einen relativ vollen Teil zu den Games News. Wenn ihr Bock drauf habt, sehen wir uns nach der Nachricht des heutigen Sponsors und das ist Magix. Ich benutze Magix Video Deluxe seit 2015 und damit bereits seit fast 7 Jahren. Ursprünglich war die anfängerfreundliche Benutzeroberfläche, der günstige und vor allem einmalige Preis zum Erwerb der Software ausschlaggebend für meine Entscheidung, Magix zu nutzen. Inzwischen sind zahlreiche Feature mit der Zeit hinzugekommen, die mir das tägliche Schneiden und Bearbeiten von Videos enorm erleichtern. Und gerade da kann Magix Video Deluxe 2022 mit der brandneuen Infusion Engine 3, die inzwischen sowohl Intel, Nvidia als auch AMD GPU-Unterstützung zulässt, enorm schnelle Renderzeiten hinlegen. Übrigens, mit dem exklusiven Rabattcode GAXTV15 erhaltet ihr 15% Rabatt auf das Jahresabo von Magix 365 und könnt so monatlich nochmal etwas Geld einsparen. Mega nice, dass wir jetzt auch einen eigenen Rabattcode haben. Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und damit geht's auch schon weiter mit dem eigentlichen Video. So, fangen wir doch mit AMDs RX 6700 an. Ohne X diesmal mit 10 GB anstelle der üblichen 12 GB finde ich diese Grafikkarte wirklich sehr spannend, denn in ersten Benchmarks, soweit geleakt, soll diese gut 10% schneller sein als die gerade erst veröffentlichte RX 6650 XT. Ja, und wenn wir uns überlegen, die RX 6700 XT ist derzeit schon für 499 € erhältlich, wird es sehr spannend zu sehen sein, wo AMD diese Karte hier preislich platziert. Weil die Spanne zwischen 6650 und 6700 XT, die ist wirklich sehr, sehr klein. Und für mich ist die RX 6700 ohne X mit 10 GB eine ziemlich ausgewogene Grafikkarte. Ja, 600 Watt mit 175 Watt TDP, ein einziger 8-Pin. Ja, das ist gegenüber 650 Watt und 230 Watt TDP und 8 plus 6 Pin bei der 6700 auf jeden Fall einfach eine deutlich sparsamere Karte. Und gerade bei dem Kandidaten hier, der RX 6750 XT, war das Thema Sparsamkeit komplett aus dem Gleichgewicht und gerade für kleine kompakte SFF-ITX-Systeme könnte die 6700 hier ohne X wirklich was Feines sein. Also lassen wir uns überraschen, ob sie hierzulande überhaupt verfügbar sein wird und dann zu welchem Preis. So, gehen wir weiter. Wir sehen einen Ryzen 7000 im geköpften Zustand, ohne Heatspreader. Und ja, was wir hier sehen, ist, dass die CCDs, also die Core Complex Dies, dort wo die Kerne, die CPU-Kerne drauf sitzen, immer weiter in Richtung Rand rücken. Und hier gerade so den Rand des IHS, also des Integrated Heatspreaders, berühren. Und ist hier der Hotspot vorprogrammiert? Also die Problematik hatten wir bereits bei den vorherigen Ryzen 5000ern, dadurch, dass wir eben den I/O Die und die entsprechenden CCDs haben. Ja, pauschal gesagt ist das Ganze eher suboptimal. Gerade wenn wir uns das IHS, also den Heatspreader, anschauen, ist dieser sehr, sehr dick. Und jetzt stellt mir sich natürlich die Frage, ist das hier einfach ja, der einfache Weg, den AMD eingeschlagen hat, denn sie wollten AM4, also die Sockelkompatibilität und damit auch CPU-Kühler-Kompatibilität gewährleisten, ja, und haben jetzt einfach mal das IHS so dick gemacht. Also es ist kompliziert. Ich bin auf jeden Fall neugierig, was jetzt hier die Temperaturen angeht. Die Teile werden natürlich effizienter, aber sie laufen auch enorm hoch, ja. Also nicht nur, dass AMD hier die 7000er Threadripper mit Zen 4 Kernen angekündigt hat. Ja, und zwar sollen diese CPUs mit bis zu 96 Kernen daherkommen und das
im Jahr 2023, genauso wie auch Zen 4 mit 3D V-Cache. Ja, ihr habt richtig gehört, das ist bereits bekannt. Ja. Die jetzigen Zen 4, die erste Welle Ryzen 7000, kommt nicht mit dem 3D V-Cache, so wie wir das Ganze beim Ryzen 5800X 3D gesehen haben. Übrigens, sowohl zu der RX 6750 XT als auch zum Ryzen 5800X 3D kommen noch eigene Videos von mir. Die sind ein bisschen spät dran, aber seid auf jeden Fall gespannt auf den Content. Und was AMD hier noch bestätigt hat, ist, dass die CPUs, die Ryzen 7000er mit einem Takt von über 5,5 GHz laufen werden. Ja, und das wichtigste Thema, das AMD hier sowohl bei den CPUs als auch den GPUs, schauen wir uns gleich an, vorantreibt, ist der Punkt Effizienz. Und zwar prahlt hier AMD geradezu mit 25% besserer Leistung pro Watt. Und das ist natürlich schön zu sehen, dass wir auch hier nicht nur mit der Brechstange unterwegs sind, sondern auch von AMD mehr Effizienz geboten bekommen. Ob das auch bei dem i9 13900 der Fall sein wird, dieser ist nämlich jetzt gerade gesichtet worden. Und zwar Intels 13. Generation Raptor Lake soll gut 50% schneller ausfallen als jetzt hier im Direktvergleich der i9 12900. Und das gerade mal bei einem Early Stage Engineering Sample mit 3,7 GHz war der maximale Turbo. Deutlich niedriger, als er dann letzten Endes sein wird, denn über 5,5 GHz sind hier zu erwarten und bereits jetzt schon diese 50% schnellere Marke zu erreichen, ist natürlich eine Glanzleistung für den 24-Kerner mit 32 Threads. Ja, was einer der Gründe sein könnte, wieso diese CPUs von Intel so gut sein werden, ist der sogenannte Game Cache. Dieser setzt sich aus einem 20% größeren L3 Cache zusammen mit bis zu 36 MB und einem doppelt so großen L2 Cache, dieser mit bis zu 32 MB. Also 36 plus 32 sind diese 68 MB, von denen Intel hier spricht. Und wie bereits gesagt, 5,5 GHz werden wir mindestens sehen bei diesen CPUs. Das einzige, wovon jede Spur fehlt, ist AWX 512 Support. Dieser fehlt genauso wie bei Alder Lake leider bei Raptor Lake auch gänzlich. Lediglich hier könnt ihr sehen, dass in den ersten Revisions der Alder Lake CPUs entsprechend auch noch das alte Intel-Logo vorhanden war. Und diese haben rein technisch gesehen, wenn es das BIOS zulässt, also das war bei den ursprünglichen Z690 Boards noch der Fall, AWX 512 Support. Also mal schauen, ob hier nachträglich Intel vielleicht zurückrudert und das Ganze irgendwie freischaltet, aber so wie ich es mitbekommen habe, sobald das neue Logo drauf ist, ist das Ganze auch hardware-seitig leider nicht in die Konsumenten-CPUs integriert. Da macht AMD auf jeden Fall mit Ryzen 7000 hier auf jeden Fall was richtig und eben lieber mehr dem Kunden anzubieten. Ob sie es dann letzten Endes nutzen, ist eine andere Sache. Dann machen wir einen kleinen Abstecher in die Games News. Hier haben wir relativ viele Einträge, denn es sind einige neue Spiele für 2022 als auch 2023 angekündigt worden. Darunter von Activision entsprechend Call of Duty Modern Warfare 2, also Römisch 2. Vorher, kannte ich MW2 eigentlich anders, aber am 28.10. im Oktober 2022 ist das Spiel zu erwarten. Genauso auch entsprechend Warzone 2.0 kommt auch im Laufe des Jahres. Worauf ich mich enorm freue, ist Starfield. Und dieses kommt nun offiziell erst 2023. Das Ganze wurde ein kleines bisschen nach hinten verschoben. Soweit vollkommen in Ordnung, denn das, was da auf uns wartet, ist ja, das Skyrim im Weltall, wovon wir alle geträumt haben, mit über 1000 Planeten, die es zu erforschen gilt, bekomme ich echt Bock auf das Ganze. Ja, also schaut euch gerne das Gameplay dazu an und lasst mir in den Kommentaren auf jeden Fall euer Feedback da, was ihr von dem Spiel haltet. Wo ich so ein bisschen die Befürchtung habe, wenn wir so viele Planeten haben, ja, ist dort denn genug Tiefe in diesem Spiel, auch als Singleplayer wirklich langfristig Spaß mit sich zu bringen? Ich habe auf jeden Fall damals mit meinen Kumpels und Icarus entsprechend sau viel Spaß gehabt. Ja, das war ein Multiplayer. So, was mich auf jeden Fall fesselt, ist The Last of Us. Und zwar soll der erste Teil nun endlich in Entwicklung für den PC sein. Denn das Ganze ist hier ziemlich offiziell in diesem Slide hier enthüllt worden. Denn es handelt sich um die Ankündigung des Rebuilds für die PlayStation 5. Endlich, ja, auch für den PC angekündigt. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich darüber freue. Ja? Ich habe so lange entsprechend mich zurückgehalten, mir keine PlayStation zu kaufen und habe gehofft, ja, nachdem die letzten paar Jahre immer mehr
exklusive Titel für den PC, entsprechend von der PlayStation oder der Xbox mit sich gebracht haben. Ja, kommt nun endlich The Last of Us Part 1 und entsprechend wird auch der zweite Teil folgen. Man muss es nicht direkt im Erscheinungsjahr zocken. Ich habe eh mehr Spiele als Zeit dafür, von daher gar kein Thema, kann ich hinten anstellen und freue mich auf The Last of Us. Worüber ich mich auch enorm freue, ist für den VR-Bereich, ist jetzt endlich ein Release-Datum für MOS 2 enthüllt worden, und zwar der 21.07.2022, nächsten Monat entsprechend für die Meta Quest 2. Ansonsten erweitert AMD die FSR 2.0 Unterstützung um satte 5 Spiele. Entsprechend landen wir auf nun gut 20 Titel und darunter eben Hitman 3 und das gerade erst angekündigte Callisto Protocol. Also das Horrorgame von den Machern von Dead Space, auch da bin ich enorm scharf drauf. Also wir haben wirklich einige spannende Titel dieses Jahr und nächstes, die auf uns zukommen. Zu guter Letzt, ja, Gerüchten zufolge könnte Nvidias AD102 aka der RTX 4090, 4090 Ti. Diese wird sich irgendwo zwischen 450 Watt bis ja, 900 Watt genehmigen können. Ich vermute, ja, wir werden einen sachten Einstieg mit der RTX 4090 haben und dann mit der Zeit, gerade wenn wir hier von der 4090 Ti oder einem möglichen Titan-Modell sprechen, da wird die Post abgehen und der neue 16-Pin wirklich das zeigen, wofür er gemacht wurde. Und das ist ein enorm hoher Stromverbrauch. Und da muss das Ganze natürlich auch in der Lage sein, so viel Abwärme zu kühlen. Und ja, nach den Gerüchten zufolge ist genau das der Plan, den Nvidia hier verfolgt. Mit einem Triple-Lüfter-Design soll die Founders Edition der 4090 Ti daherkommen mit einem 4-Slot-Design. Ja, 4 Slots, das wird so ein Brecher. Ja, was ich von dem Trend hier halte, weiß ich nicht wirklich, aber ihr könnt mal auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, ob so ein Monster überhaupt in euren PC reinpassen würde. Ansonsten habe ich es bereits schon gesagt, AMDs RX 7000er RDNA 3 wird mit den 5 Nanometern satte 50% besser im Bereich Leistung pro Watt. Also da ist AMD wirklich stolz drauf und hat hier im gleichen Zug RDNA 4 bis 2024 versprochen. Und ganz ehrlich, wenn wir uns jetzt die aktuelle Grafikkartengeneration anschauen, angeführt von der RX 6950 XT gegen die RTX 3090 Ti von Nvidia, ist das Thema Effizienz eh auf Seiten AMDs und von daher nicht abwegig, so wie das Ganze hier aufgeführt wird. So, das war's soweit zu der heutigen, hoffentlich relativ kompakten Runde Hardware News und bis dahin Gaming Fitness, that's you see on GaxTV.